So, und weiter geht's mit Call of Juarez. Im letzten Let's Play waren wir auf der Suche nach etwas Munition für unseren Derringer. Schauen wir mal, ob wir etwas Glück haben. Gott, ich diese Ladebildschirme hasse. Hier treibt sich der verrückte Frank gerne herum. Hat seit dem Krieg nicht mehr alle Tassen im Schrank. Völlig durchgeknallt. Wenn jemand in dieser gottverdammten Stadt Munition hat, dann der verrückte Frank. Na dann, statten wir Frank mal einen kleinen Besuch ab, hätte ich gesagt. Schleichen wir uns mal lieber an. Wenn er so verrückt ist, wie er sagt, ist er sicher besser. Schleich, schleich. Hallo? Bin ich zu Hause? Ah! Oh fuck. Schau, Lucy, es ist Billy! Also, mein Junge, hast du das Gold gefunden? Es gibt kein Gold. Der Goldschatz von Juarez! Ist ein Armenmärchen. Er existiert nicht. Tut er nicht. Ich habe verstanden. Keine Sorge, ich behalte's für mich. Du willst mich bestehlen? Einen Schritt weiter und dir fliegt eine Ladung Blei um die Ohren. Ja. Hallo? War's das jetzt? Ehrlich? Ich meine, komm. Na gut, dann probieren wir es auf die leise Art. Schleich, schleich. Verstecken. So, geht zu seinem Wagen, das schaut gut aus. So, jetzt können wir schnell, schnell, schnell. Okay. Schauen wir, wie es jetzt aussieht. Komm, komm schon. Komm, schnell. Nein, komm, komm. Ja. Ja Gott, warte, die Munition. Was ist das? Ah, okay. Ah, Munition. Hey, ja. Lucy, was hast du mit dem kleinen Dieb vor? Lucy und ich haben Männer, Frauen und Kinder auf dem Gewissen. Es sollte also kein Problem sein, auch dir eine Kugel zu verpassen. Nein, danke. Ja. Warum wird er da auf mich geschossen? Immer dasselbe. Aber Gott sei Dank habe ich jetzt ein bisschen Munition. Schauen wir mal. Okay. Und hui! Nein! Ah, verdammt! Und nochmal. Okay, so geht's also auch. Hab ich nicht gesehen, wie ich da reingehe. Okay, das ist schon weg. Tack. Hey Lucy, was hast du mit dem schon wieder ein Déjà-vu. Lucy und ich haben Männer, Frauen und Kinder auf dem Gewissen. Es sollte also kein Problem sein, auch dir eine Kugel zu verpassen. Gott, aus dem Fenster. Aus dem Fenster. Au. Das hat wehgetan. Okay. Und noch einmal. Vielleicht schaffen wir es jetzt über die Schlucht. Schlucht, Schlucht. So, und hopp. Ui. Ach, Gott sei Dank. So, zur Sicherheit gleich mal den Revolver ausrüsten und herumschauen. So viel Gras überall. Nein. Okay, ich glaube, jetzt kommt nichts. Stein. Wir sind da. Der einzige Ort, den ich als Zuhause bezeichnen kann. Bestimmt macht Mom gerade das Abendessen. Kekse backen, Eintopf machen. Ich kann es fast schon riechen. Ich auch. Ah!
Lass sofort die Finger von ihr, du Bastard. Hast du gehört? Ich bring dich um. Ja, ich bring dich um. Vielleicht bist du sogar nicht du. Okay, Episode abgeschlossen. Beliebige Taste. Oh Herr, an diesem Sonntag in dieser leeren Kirche bete ich zu dir. Was soll ich tun, damit ich nicht den Glauben an die Menschen dieser Gemeinde verliere? Gib mir die Kraft, um die Sünder wieder auf den rechten Weg zu führen. Letzte Nacht haben mich die Dämonen meiner Vergangenheit in einem Albtraum heimgesucht. Was willst du mir damit sagen, Herr? Die Bewohner von Hope versinken immer tiefer in die Finsternis. Ja, ich war bereits an diesem Ort, von Schatten verführt und in die Arme des Teufels getrieben. Ich habe all die verlorenen Seelen persönlich zum heutigen Gottesdienst eingeladen. Ich werde deine Lehre verkünden, sie bei der Hand nehmen und ihnen den richtigen Weg zeigen. Cool. Und jetzt? Naja, spulen wir das Ganze mal ein bisschen vor. Und wir sind im Spiel. Benutze die Bibel, um mit dem Essen zu beginnen. Okay, passt. Sünder. Sünder, Sünder. Überall Sünder. Okay. Ernsthaft. Drücke 5, um die Waffe zu nehmen. Bibel. Es ist in der Tat enttäuschend, dass ihr lieber der Fleischeslust frönt, anstatt an dieser heiligen Stätte eure geistige Erlösung herbeizusehnen. Umsonst hat die Stimme des Himmels von der Hure Babylon gesagt, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Halleluja. Was haben die Leute davon, wenn sie hier bleiben, Padre? Sie werden beleidigt und beschimpft. Das Leben ist zu kurz, um Zeit damit zu verschwenden, heuchlerischen Leuten wie dir zuzuhören. Ich gebe für jeden einen aus, der mit mir zurück in den Saloon geht. Halleluja, sorry. Hyde Forrester, bist du deswegen hierher gekommen? Wie kannst du es wagen, meine Herde vom Licht wegzuführen? Zefix, Halleluja. Ohne Leute wie mich hättest du doch gar keinen Job, Padre. Wie sollst du sie retten, wenn ich sie nicht vorher verführe? Genug, du Schlange. Geh mir aus den Augen. Teufel! Ich weiß alles über dich, Vater. Also pass auf, was du sagst und lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Du bist nicht besser als ein... Verlasse diesen Ort. Siehe, ich komme bald, sprach der Herr. Und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Reverend, Reverend Ray! Ich habe Schüsse auf der Farm deines Bruders gehört. Was? Oh mein Gott! Dieser Bastard wird in der Hölle schmoren. Blablabla. Ich will ihn in der Stadt gesehen. Er ist in den Saloon. Hallo. Ich will da... Oh, okay. Wo muss ich hin? Oh, da nach hinten. Gut, dass man einen Kompass hat. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Das Schwert. Ich finde es sehr cool, der Reverend hat immer seine Bibel dabei und wenn man sie ausrüstet und dann die Waffentaste drückt, zitiert er irgendwelche Sachen aus dieser Bibel während dem Kampf. Das ist echt genial, finde ich. Seht zu, was ihr hört. Mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen. Und man wird noch zugeben euch, wie ihr dies hört. Es ist so hart, der Typ. Mein Gott, Feuer. Feuer? The Call of Huares. Billy. Was Billy? Oh mein Gott, das bin ja ich. Billy. Billy. Oh mein Gott, mein Bruder. Hinterher. Hinweis, Türen und Türrahmen unterscheiden sich in hier schnell wie ne. Tritt, okay. Drücke 10. Bam-bam. Truhe. Bam-bam. Der tritt die Türen ein wie nichts. Gibt das was? Nichts.
Verbleibende... Hallo, verbleibende Zeit. Verdammt. Okay. Muss ich das alles nochmal machen? Scheiße. Oh. Es ist in der Tat enttäuschend. Überspringen. Haha. So, und jetzt aber flott. Flott, flott. Vorher habe ich Willi in der Stadt gesehen. Er ist in den Seiten gegangen. Kann er nicht ein bisschen schneller laufen? Ich meine, hallo. Okay, gehen wir mal ganz gemütlich. Die Animation ist ja auch genial. Nie, nie. Roboter, Roboter. Tja. Komm schon. 57, 56, diese Zeit. Oh mein Gott, der Zeitdruck. Ah! Der Call of Juarez. Der Call of Juarez. Really? Was hast du getan? Billy! Billy! Okay, 30 Sekunden. Und 10. Ah. Und. Nichts. Und 10. Ah. Oh, da muss ich ran. Raus. Billy! Komm schon! Ich, alter Mann, muss dir hinterherlaufen. Zeit verbleiben, 30 Sekunden. Wie schnell ist der da jetzt raufgekommen, bitte? Billy! Billy! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oder? Gott sei Dank gibt's Leitern. Für mich alten Herren. Oh, und springt übers Feuer. Au! Wo ist er hin? Billy! Nochmal! Mörder! Ach nein, doch nicht. Okay. Ich lese mal nochmal aus der Bibel vor. Wer Arges tut, der hasst das Licht. Ich find's cool, der kann laufen und predigen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Das Schwert. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel. Oder bist du ja? Hallo. Oh, da bist du. Also der hat eine Ausdauer. Und Steine. Boah. Huff. Über die Brücke. Over the bridge. Komm schon. 30 Sekunden. Billy. 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 Du Arschloch. Was hast du getan, Junge? Um Gottes Willen. Was hast du getan? Ich sollte den Sheriff rufen. Sollte ich. Tue ich es. Tue ich es nicht. Okay. Schauen wir mal, ob wir eine Abkürzung finden. Den ganzen Weg laufe ich jetzt nämlich nicht zurück. Oh, Rauch. Diese Geier haben vor nichts und niemandem Respekt. Nein. Sie sind nichts weiter als räudige Hunde. Töten wir sie! Okay. Predigen wir sie in den Tod. Ich bin nicht. Was tust du da? Schämst du dich nicht? Ray, ich bin gleich gekommen, als ich die Schüsse gehört habe. Wir müssen den Sheriff holen. Und du? Du wagst es, einen Toten zu bestehen? Einen Toten? Wozu brauchen sie diese Sachen denn noch? Außerdem wird im Handumdrehen die halbe Stadt hier auftauchen. Verschwinde! Oder so wahr mir Gott helfe. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Weg! Verschwinde! Oder? Wirst du mich in die Hölle schicken? Kleid sagt, du kannst kein Diener Gottes sein, er sagt. Genug!
Okay. Mit den Fäusten. Hauen wir ihn K.O. mit 0. Hallo? Okay. Also, der haut zu. Hallo? Bonk. Hihi. Ich will ihn lieber erschießen. Das ist Leben. Das ist cool. Ho. Ah, ah, und tritt, und ah, und uff, und ah, und Vielleicht hilft die Schaufel, nein. Der Eimer, ja, der Eimer. Bonk. Seit nunmehr 20 Jahren folge ich dem Licht und entsage der Finsternis. Tag für Tag versuche ich, verlorene Seelen zu retten. Nur für dich, mein Herr. Also, warum lässt du mich im Stich? Warum lässt du mich leiden? Wieso siehst du tatenlos zu? Hilf mir, Herr. Ich bitte dich. Bitte, sag, was du von mir willst. Ray.